Hallo liebe Racers League und herzlich willkommen zur 9. Folge der Racers League News. Ja, und wir legen auch gleich los mit den Race 07 Serien und da ja die GTP Pro Series sich in der Sommerpause befindet, bleibt uns nur die WTCC Masters und die hatte ihr Finale am 22. Juli in Istanbul. Gleichzeitig die allerletzte Veranstaltung der WTCC Masters mit Race 07. Kommen wir aber erstmal zu den Ergebnissen. Und da siegte im ersten Rennen Andreas Meyer vor Joachim Schwab und Sebastian Rosenhahn, während im zweiten Rennen Gabriel Fürstner den Sieg für sich beanspruchen konnte vor Christian Selemann und erneut Andreas Meyer. Gabriel Fürstner konnte sich damit letzten Endes den Fahrertitel sichern vor seinem Teamkollegen Andreas Meyer, der Vizemeister geworden ist. Da entschied sich das Ganze in der allerletzten Runde, als er Ernst Blanke noch überholen konnte und daher Blanke am Ende in der Meisterschaftstabelle auf Platz 3. In der Teamwertung hat logischerweise damit das Chaos-Team Berlin bestehend aus Fürstner und Meyer den Titel holen können, während der Vizemeistertitel an das deutsch-österreichische Racing-Team gegangen ist von Johannes Simon und Ernst Blanke. An alle Meister und Vizemeister der WTCC Masters in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch. Weiter wird's mit der WTCC Masters in Zukunft mit Race Room gehen und da ist man schon in den Planungen drin. Jetzt ist aber erstmal doch ein klein wenig Pause für die Fahrer angesagt und ja, Race 07 wird für die Tourenwagen jedenfalls in die Garage gestellt und es wird mit der neuen Simulation von Sector 3 weitergehen. Wann genau, da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wir machen weiter mit GT Legends. In der 2LTCC fand der letzte Lauf am 24. Juli auf dem australischen Emeru Park statt. Ja, und gewinnen konnte im ersten Rennen Robert Schaudener vor Dominik Pieper und dessen Teamkollegen Frank Schuster. Im zweiten Rennen mussten sich Schaudener und Pieper lediglich Oliver Kilian geschlagen geben, der dann den Sieg holen konnte. Da dies der vorletzte Lauf der Saison gewesen ist, gilt es jetzt den Blick auf das Finale zu werfen. Ja, und in der Tabelle führt Dominik Pieper 20 Punkte vor Robert Schaudener. Berechnet man die Streichresultate mit einem, reichen ihm am letzten Lauf dann 13 Punkte, um den Titel zu sichern, sollte Robert Schaudener beide Rennen gewinnen. Und dahinter, ja, Oliver Kilian befindet sich auf der dritten Position. Nach vorne wird er nichts mehr ausrichten können. Allerdings muss er sich nach hinten noch gegen Jochen Richter und Frank Schuster verteidigen müssen. In der Teammeisterschaft der 2LTCC ist die Entscheidung vorzeitig gefallen. Das Brakesman Racing Team 1 bestehend aus Frank Schuster und Dominik Pieper konnte sich den Titel sichern. Herzlichen Glückwunsch. Beim Vizetitel sieht's noch ein bisschen anders aus. Das Kili-Team bestehend aus Peter und Oliver Kilian momentan noch auf der dritten Position, könnte die zwei aus der Boxengasse bestehend aus Jochen Richter und Marcel Schimmer eventuell noch einfangen. Das wird also bis zum Finale dann warten müssen, welches dann am 7. August auf dem dänischen Jyllandsringen ausgetragen wird. Wir machen weiter mit der Trans-Am und auch die ist fast am Ende ihres Saisonkalenders angekommen. Der letzte Lauf fand am 3. Juli in Oaksfield auf den Bahamas statt und der Sieger im ersten Rennen war Frank Schuster vor Jochen Richter und Mike Horn, während im zweiten Rennen Jochen Richter vor Oliver Kilian und Frank Schuster den Sieg holen konnte. Zum letzten Saisonlauf hin könnte die Entscheidung um den Meistertitel kaum enger sein. Mike Horn führt genau mit einem Punkt vor Robert Schaudener. Oliver Kilian muss noch ein wenig um seinen dritten Platz bangen. Allerdings würden ihm 8 Punkte insgesamt reichen, um die Position zu sichern. In der Teamwertung fällt das Ganze ein bisschen deutlicher aus. Das Team SRSG Retro bestehend aus Jan Müller und Mike Horn führt doch sehr, sehr deutlich und ist kaum noch einzuholen. Allerdings sieht es beim Vizetitel noch ein bisschen anders aus. Dort haben noch einige Teams die Chance, den Pokal abräumen zu können.
Diese Chance haben sie dann am 31. Juli, dann geht's auf Road Atlanta in ihrer 1970er Fassung. Ja, und wir sind sehr gespannt, wer jetzt am Ende den Thron besteigen wird und lassen uns also sehr überraschen, wie diese letzten beiden Rennen laufen werden. Schließen wir damit mit den alten Serien ab und kommen also zu den neueren Simulationen. Die Races League befindet sich da im großen Umbruch und wir kommen zunächst zu R-Factor 2. Dort ist das Serienvoting nun zu Ende gegangen und man hat sich für eine GT-Serie mit den GTE-Fahrzeugen von United Racing Design, kurz URD, entschieden. Allerdings stehen die Termine noch nicht fest. Da läuft noch die Umfrage, an welchem Renntag man am liebsten fahren möchte und natürlich in welchem Kalenderwochenrhythmus das Ganze stattfinden soll. Wer also mitfahren möchte, der beteilige sich natürlich bitte auch an dieser Umfrage, damit man dort alsbald einen festen Rennkalender erstellen kann. Einen Schritt weiter ist man schon bei Raceroom. Dort fand am 27. Juli der erste Lauf des Summer Spring Cups statt. Auf dem Hockenheimring gefahren wird dort mit den ADAC GT Masters Fahrzeugen aus dem Jahre 2014. Und den Sieg im ersten Rennen konnte sich Wolfgang Hans vor Robert Platschk und Kai Ostwald sichern, während das zweite längere Rennen von Kai Ostwald gewonnen wurde vor Thomas Wackerbauer und Wolfgang Hans. Leider liegen uns noch keine Tabellen zum Meisterschaftsstand vor, aber das ist jetzt zu Beginn der Saison auch noch nicht so dramatisch. Weiter geht's am 10. August, dann geht's nach Portimao und ja, mal sehen, wie die Fahrer sich dort schlagen werden. Kommen wir zum Abschluss noch zu Project Cars. Ja, und auch dort hat man nun relativ zügig Nägel mit Köpfen gemacht und eine GT3 Pro Serie aus dem Boden gestampft. Und da fand der erste Lauf bereits am 26. Juli in Spa-Francorchamps statt. Zwei Grids waren am Start, also richtig viele Fahrer gleich mit dabei gewesen. Und im Grid 1 siegte bei diesem allerersten Rennen Marc Paulana vor Alex Bräutigam und Ferhat Caracalla. Die Tabelle der Fahrermeisterschaft sieht entsprechend aus. In der Teamwertung des Grid 1 führt das Innovate Racing Team bestehend aus Paulana und Bernhard Jansen vor dem Aston Martin Racing Team bestehend aus Bräutigam und Patrick Baden. Dritte Position wird vom Raeon Racing Team belegt, bestehend aus Caracalla und Günther Gauss. Auch das Grid 2 wollen wir nicht außen vor lassen und dort konnte Patrick Schneider den Sieg holen vor Tom Knoll und Marco Schäfer. Auch hier sieht die Fahrermeisterschaft logischerweise nach diesem ersten Lauf entsprechend aus. In der Teamwertung des Grid 2 führt das P&O Adler Racing Team bestehend aus Patrick Schneider und Oliver Fasse. Auf dem zweiten Platz befindet sich das Team Nespresso, bestehend aus Stefan und Raphael Gauci. Dritte Position wird vom COSE GT Racing Team belegt, bestehend aus Pietro Cotone und Lars Sievers. Ja, insgesamt 10 Rennen stehen im Kalender und der nächste Lauf findet am 9. August in Brands Hatch statt. Lassen wir uns überraschen, wie die Fahrer sich dort schlagen werden. Zwei fast volle Grids mit über 20 Fahrern, das wird mit Sicherheit wieder spannend und mal sehen, ob sich da gleich eine gewisse Tendenz entwickelt oder ob wir ein paar andere Fahrer an der Spitze sehen werden. Ja, und das war's mit dieser Folge der Racers League News. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, schreibt sie doch mal unten in die Kommentare hinein. Und wer Links und Infos zur Racers League haben möchte, in den Infos findet ihr alles, was ihr braucht. Und ja, bis zum nächsten Mal, wo dann die 10. Folge und ein kleines erstes Jubiläum also stattfinden wird. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Racen und sage ciao, ciao und bis dann.